Alicia? Alicia, was ist denn los? Alicia, mach die Tür auf. Leute, was ist denn los? Machst du bitte die Tür auf? Nein. Sie hat die Tür abgeschlossen. Alicia, was ist denn los, Mensch? Mach die Tür auf. Nichts. Echte Experten im Erziehungsalltag. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die Eltern der 7-jährigen Alicia sind wegen des brutalen Bildes, das sie gemalt hat, alarmiert und haben sich deshalb über den Schulsozialdienst Hilfe geholt. Baldmöglichst besucht Marco Holtmann die Familie. Er weiß, dass Kinder beim Malen von Bildern oft reale Erlebnisse oder daraus resultierende Ängste verarbeiten. Was bei diesem Motiv besonders alarmierend ist. Meine Frau macht sich ein bisschen übermäßig Sorgen über dieses Bild hier. Ja, was heißt übermäßig? Ich meine, gucken Sie sich das doch mal an. Es malt ein kleines Kind. Wie alt ist Ihre Tochter? Meine Tochter ist jetzt 7. Okay, ja, das ist schon. Sagen Sie mal. Ja, wobei ich denke ein bisschen übermäßig Fantasie, aber ich finde es jetzt eigentlich nicht so dramatisch wie meine Frau. Also ich finde es schon ziemlich auffällig. Ja, also ich meine, da ist doch alles voll Blut, das ist doch... Hat sie schon was erzählt zu dem Bild oder haben Sie das einfach nur gefunden? Sie erzählt überhaupt nichts. Also wir haben schon versucht, mit ihr zu reden, aber sie sagt gar nichts dazu. Gar nichts? Gar nichts. Und wo haben Sie es gefunden? Bei ihrem Zimmer. Okay. Und sie weiß nicht, dass Sie das Bild haben? Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hat, aber... Okay. Ist Ihre Tochter denn auch da heute? Die ist da. Ja? Ja. Wollen wir hochgehen? Ja, ich würde sie gerne mal kennenlernen, wenn das für Sie okay ist. Klar. Ja? Für den erfahrenen Sozialpädagogen und Familientherapeuten geht es zuerst darum, das Vertrauen der Grundschülerin zu gewinnen. Das funktioniert am besten in einer ungezwungenen Atmosphäre. Da sich das Mädchen bisher auch seiner Familie nicht anvertraut hat, will der Familienhelfer zunächst ohne die Eltern mit der 7-Jährigen sprechen. Schönes Zimmer hast du, aber ja, sollen wir uns mal hinsetzen? Ja. Was machst du denn gerne? So den ganzen Tag malen? Ja, das habe ich schon gehört von der Mama. Die hat mir das am Telefon berichtet, dass du gerne malst. Die Mama, die hat mir ein Bild gezeigt. Na, da hat die gesagt, das findet sie irgendwie komisch. Da hast du was gemalt, da wo die Mama sagt, dass du vielleicht traurig sein könntest oder dass dich was bedrückt. Sollen wir uns das mal zusammen anschauen? Ja? Kannst du dich noch daran erinnern, dass du das gemalt hast? Ja? Was sehen wir denn da drauf? Ist das dein Onkel oder deine Tante oder wer ist das? Mama. Das ist die Mama? Ja. Und das? Papa. Das ist der Papa. Ja, die sehen ja nicht so glücklich auf dem Bild aus, oder? Mhm. Und hier ist auch ein Haus. Ist das das Haus, wo wir gerade sind? Normal ist es nicht, dass Kinder in diesem Alter solche Bilder malen. Also da reicht die Fantasie nicht aus. Es muss schon irgendwas vorgefallen sein. Hast du denn hier noch was im Zimmer, was dir Angst macht? Ein Koffer? Macht dir der Koffer Angst? Der sieht doch eigentlich ganz fröhlich aus. Oh, das sind aber schöne Bilder. Zunächst sah der gar nicht so angsteinflößend aus. Also da waren lustige, schöne Bilder drin von Schmetterlingen, von Blumen. Darunter verstecken sich allerdings wieder solche Horrorbilder. Das sind aber nicht so schöne Bilder, oder? Ui. Das sind ganz traurige Bilder, oder? Hallo. Ich wollte was zu trinken bringen. Ja. Was ist das denn? Alicia! Das. Sind die alle von dir? Die Mama war sehr erschrocken und sehr emotional. Ich musste die Situation dann erstmal ein bisschen beruhigen, bin dann mit der Mutter vor die Tür gegangen und habe versucht, die Mama zu beruhigen. Das hat erstmal noch gar nichts zu bedeuten. Ja, ich meine, was soll ich denn dazu sagen? Das sind lauter Bilder, wo wir blutig drauf zu sehen sind. Und das ist so ein friedliches Kind immer gewesen. Aber das passiert schon mal, dass Kinder in dem Alter, in der Fantasie, solche Bilder malen. Es gibt natürlich bestimmt einen Grund dafür, aber das muss nicht so dramatisch sein. Ja, aber es sind so viele und das ist... Das große Bild, das war ja schon krass, aber das ist so viel und... Jetzt fahren Sie erstmal ganz runter, weil es bringt nichts, wenn Sie jetzt vor Ihrer Tochter so emotional reagieren.
Ja, das macht sie dann nur nervös und verunsichert. Sie. Ich meine, ich mache mir natürlich auch Vorwürfe, weil ja. Wir sind in letzter Zeit auch wenig abends zu Hause. Okay, wir sind halt, im Haus am Renovieren und... In dem Haus hier? Nein, wir haben halt noch ein Anliegerhaus. Es soll für meine Mutter fertig gemacht werden und renoviert werden. Und da sind sie dann oft. Genau. Marco Holtmann hält es zunächst für möglich, dass die Siebenjährige die Bilder bewusst aus Provokation malt, weil sie sich von ihren Eltern vernachlässigt fühlt. Merkwürdig aber, dass die gemalten Szenen dem Mädchen selbst Angst machen. Daher schlägt der Familienhelfer vor, diese gemeinsam loszuwerden. Auffällig ist, im Zentrum vieler Bilder stehen die Eltern und ein Haus. Der Sozialpädagoge folgert daraus, dass die Ursache für die Furcht im häuslichen oder familiären Umfeld liegt. Und wie sich noch herausstellt, gruselt sich die Grundschülerin vor sehr vielen Dingen. Jetzt geht's dir gut? Ja, wunderbar. Und die schönen Bilder packen wir erstmal wieder in deinen super coolen Koffer. Magst du den da wieder zumachen und den... Ja? Alles gut? Ja. Wir haben jetzt gerade die Frau und Herr, die... Bilder gesehen, die ihre Tochter gemalt hat. Und Alicia und ich, wir haben beschlossen, wir zerreißen die und schmeißen die jetzt erstmal weg. Und ja, Alicia fand das ganz gute Idee, oder? Ja, sehr schön. Ja, genau. Schön. Alicia, geht's dir gut, Schätzelein? Ja. Genau, dann machen wir jetzt mal den schönen Koffer weg. Vor irgendwas musste Alicia dann Angst haben. Und dann sind mir in ihrem Kinderzimmer die Puppen aufgefallen. Als ich Alicia dann darauf angesprochen habe, was das denn für Puppen sind, sagte sie, sie hätte sie von ihrem Vater geschenkt bekommen. Und ich habe dann die Puppen runtergeholt und habe die dann Alicia gezeigt. Alicia, sag mal, von den vier Puppen gibt es eine, die du vielleicht gar nicht so magst? Die? Ja. Die magst du nicht so? Nee. Mhm. Guck mal, dann nimm die mal. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Ort hier in dem Haus, der dir noch Angst macht. Ja, es gibt einen Ort. Gibt es wirklich noch einen Ort? Ja. Magst du uns den Ort vielleicht mal zeigen, der dir noch Angst macht? Ja? Haben Sie eine Ahnung oder eine Vermutung? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Der Sozialpädagoge bittet die Grundschülerin, ihre Ängste zu bündeln. Sie soll ihre Puppe zu dem Ort bringen, vor dem sie sich außerdem auch noch gruselt. Da das Mädchen sich nicht zu seinen Gefühlen äußert, will der Familienhelfer so sehen, ob das ungeliebte Spielzeug in Zusammenhang mit der übrigen Furcht der Siebenjährigen steht. Der Auslöser für Alicias Gewaltfantasien scheint schnell gefunden. Allerdings nur auf den ersten Blick. Das Lieblingsspielzeug. Das ist Papas Lieblingsspielzeug. Die Spielkonsole. Davor hast du Angst? Ich hab's dir doch gesagt, deine ewigen Ballerspiele hier immer. Schatz, hast Ehrlich? Du Angst vor der da brauchst du doch Spielkonsole? Keine Maus. Was für Spiele spielen Sie? Ja, so halt normale Spiele. Ballerspiele. Ballerspiele. Immer irgendwelche Ballerspiele. Ja, aber immer mit Kopfhörern. Also sie kriegt davon ja nichts mit. Kopfhörer. Da ist ein Bildschirm. Aber gesehen hat sie es dann bestimmt schon mal, oder Alicia? Schatz, haben die Bilder dich erschrocken? Ja. Noch Maus. Natürlich ziemlich unglücklich, wenn sie ja, das sehen. Das war mir jetzt aber auch nicht bewusst, dass dir das sowas ausmacht. Können wir denn da uns irgendwie irgendwas vereinbaren? Ja, selbstverständlich. Das werde ich in Zukunft auch komplett unterlassen dann. Ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, woran es liegt. Ja. Alicia, ist denn die Spielkonsole das, was dir so Angst macht und warum du solche traurigen und schlimmen Bilder malst? Obwohl die Grundschülerin inzwischen Vertrauen zu dem Sozialpädagogen gefasst hat, kann sie ihre Ängste immer noch nicht in Worte fassen. Die Konsolenspiele des Vaters sind nicht der Auslöser. Besorgniserregend ist weiterhin, warum die Siebenjährige ihre Eltern immer wieder schwer verletzt und blutig in Szene gesetzt hat. Marco Holtmann glaubt, Alicia will damit ausdrücken, dass sie Angst um ihre Eltern hat. Fraglich ist allerdings, wie das Mädchen darauf kommt. Haben Sie vielleicht irgendwie ist was passiert in der letzten Zeit oder vielleicht aber auch vor längerer Zeit, dass sie irgendwie, dass irgendwas passiert ist, was sie mitbekommen hat? Ja, es ist mal, ich bin mal in unserem alten Haus von der Kellertreppe runtergefallen und hatte ganz extreme Schmerzen, musste dann auch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Ja. Mein Mann hat mich dann dahin gefahren. Das hat sie halt mitbekommen. Ja, aber ich, damals war sie vier Jahre alt. Ne? Und Kinder in dem Alter, die speichern die Bilder dann. Und dann muss nur irgendwie da ein Ereignis kommen, was sie daran erinnert. Dann haben die sofort wieder parat, die Bilder. Und Kinder in dem Alter bringen es meistens dann auf Bildern zum Ausdruck. Ne, und das, die können es dann halt schlecht erklären und wissen selbst nicht, was mit denen los ist. Und dann malen die halt einfach dann solche Bilder. Aber wie kommt das jetzt auf einmal wieder? Ich meine, sie hat ja auch, sie haben ja auch gesehen, da waren sie hat auch schöne Bilder gemalt. Und dann wurde es nach und nach immer schlimmer mit den Bildern. Gerade oben zu Anfang hatten sie gesagt, dass sie fast täglich bei der Oma
im Haus sind und am Arbeiten sind. Ja, genau. Das ist also ein Anliegerhaus bei uns, ja, auf dem Grundstück, genau, was wir gerade renovieren für meine, ja, Mutter, mhm, die zu soll. Ja, und da darfst du ja auch eigentlich gar nicht hin. Kennst du denn das Haus von der Oma? Kennst du das? Mhm. Warst du schon mal da? Meine Idee war schon, vielleicht könnte das doch mit dem Haus der Oma was zusammenhängen, ne? Dass die Mama, die gestürzt ist, und dann die Treppe, wo die Mama gestürzt ist. Vielleicht hat sie irgendwas gesehen, was sie daran erinnert hat und sie aufgrund dessen diese Bilder malt. Und da war meine Idee, wir besichtigen zusammen alle mal das Haus und Alisa kann vielleicht mal zeigen, wo sie da was gesehen hat. Du kennst ja jetzt den Weg, haben wir ja gerade gehört, schon zum Haus. Sollen wir da vielleicht mal gemeinsam hingehen und du zeigst uns das allen mal, das Haus? Ja? Wäre das eine Idee? Das Anliegerhäuschen ist noch sehr baufällig. Aus Sicherheitsgründen haben die Eltern ihrer Tochter deshalb untersagt, darin zu spielen. Aber bekanntlich übt ja gerade das Verboten auf Kinder einen ganz besonderen Reiz aus. Möglich, dass die 7-Jährige hier etwas Schreckliches erlebt oder gesehen hat, von dem sonst noch niemand weiß. Lasst uns besser hier alle gut zusammenbleiben. So, wenn wir da jetzt aber runter wollen, dann muss ich das hier einmal festhalten. Schätze nur mal die Taschenlampe dann. Und Alicia, warst du schon mal hier in dem Haus jetzt drinne? Kennst du das alles schon? Ja. Ja? Du warst hier drin in dem Haus? Ich dachte, vielleicht du hättest von außen gesehen nur. Und was macht dir jetzt hier in diesem Raum besonders viel Angst? Die Kellertreppe. Die Kellertreppe. Mhm. Da hast du Angst vor? Ja. Oder hast du da auch Angst vor, dass die Mama, dass sie sich da wieder was antun kann? Oh, Mann. Ja? Mhm. Doch, jetzt verstehe ich auch, warum du die Bilder so gemalt hast, oder? Ja? Was hältst du davon, wenn wir beiden mal die Treppe runtergehen, damit du merkst, das ist gar nicht so schlimm, so eine Treppe? Wäre das für dich okay? Ja? Wenn Sie die Taschenlampen. Ja, genau, wir nehmen mal mit. Es ist ja ziemlich dunkel hier. Soll ich vorgehen und du kommst hinterher? Alles klar. Pass auf, und dann mache ich dir Licht. Komm, jetzt darfst du kommen. Und? Ist es schlimm oder geht? Geht? Magst du wieder hochgehen? Ja? Ist nicht so schlimm, oder? Hm? Meinst du? Ist okay? Ja? Alice hat immer noch nicht die Bilder verarbeitet vor ein paar Jahren, als die Mutter gestürzt ist. Es war immer noch in ihrem Kopf. Und der Auslöser war dann, als sie dann im Haus heimlich alleine war, wohl, dass sie dann die Treppe gesehen hat. Und da ist ihr dann alles wieder hochgekommen. Und sie hatte so viel Angst um ihre Mama gehabt, dass sie wieder da stürzen könnte. Und deshalb hat sie dann diese Horrorbilder gemalt. Ach, Mäuschen. Genau. Und jetzt alles wieder gut? Bin ich ja froh, dass Sie uns helfen konnten. Ja. Und hoffe mal, dass das jetzt alles besser wird. Hm? Ja. Ich würde Ihnen trotzdem den Vorschlag machen, dass wir uns vielleicht in den nächsten Wochen noch mal ein, zwei, vielleicht auch dreimal treffen, damit Alicia und ich das vielleicht dann trotzdem noch mal in Ruhe aufarbeiten können. Dass wir vielleicht noch mal Gespräche gemeinsam führen und genau. Sehr gerne. Die Sache so ein bisschen rund kriegen. Klar. Ja? Seit sich Alicia mit Hilfe des Familientherapeuten ihre Angst gestellt hat, ist der Knoten geplatzt und die 7-Jährige hat keine weiteren verstörenden Bilder gemalt. Mittlerweile darf sie ihren Eltern sogar hin und wieder bei der Renovierung des Anliegerhäuschens für Oma helfen.